So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf der Retro Classics Messe in Stuttgart. Unser neuer Büromitarbeiter da hinten kümmert sich gerade noch. Ich löse ihr Ticket. Kümmert sich hier noch um ein paar Tickets und dann geht's auch schon los. Wie ihr vielleicht eben gerade in dem Vorspann schon gemerkt habt, an dieser Stelle vielen Dank an Cam4Pro. Die sitzen gleich bei uns in der Ecke. Die haben uns mal so eine GoPro Max zur Verfügung gestellt und zwar versuchen wir mal, ob wir nicht ein 360-Grad-Video von der Messe hinbekommen. Ist einfach nur eine Idee. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Wir werden es am Ende sehen. Ja, ich glaube, Marius hatte eine schöne Zeit auf der Messe, aber er hat leider vergessen, den 360-Grad-Modus anzumachen. Deshalb gibt es einfach ein normales Video von der Messe. Viel Spaß dabei. Ja, Stuttgart, Oldtimer-Messe. Wir waren ja relativ zufriedenstellend, erfolgreich auf der Messe in Bremen. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, weil meine Corse eh noch bei dem Herrn Schwan war zum Entlacken und die jetzt auf der Messe steht, laufen wir heute einfach mal mit euch ein bisschen über die Messe und gucken einfach mal, was es hier so gibt. Und die passenden Highlights picken wir euch natürlich raus und zeigen sie euch. Ich würde sagen, los geht's. So, nach ein paar Metern auf der Messe fällt auf jeden Fall schon mal auf, gegenüber der Bremer Klassikmesse, dass hier auf jeden Fall auch haufenweise neuere Autos zu finden sind. Die Bremer Messe war ja schon sehr darauf bedacht, Autos bis Baujahr 2000 nur zuzulassen. Und hier sieht man schon jede Menge neuere Porsche, Ferrari, Lamborghini und so weiter. Auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Macht es natürlich für uns auch interessant, weil gibt es natürlich mehr zu gucken. Ja, und falls Marius dann doch nochmal einen neuen Strandkorb hier braucht, ne? Ja, wobei der ist nur für eine Person. Dann wird man ja auch fündig. Guck mal, Marius, Sie sind ja vom Projekt her ungefähr genauso weit wie wir hier, ne? Was man hier bei dem 190 SL auf jeden Fall ganz gut sieht, ne? Das ist tatsächlich bei dem so gewesen. Vorne Häuschen, hinten Häuschen. Ja, krass. Und dazwischen mehr so ein Gitterrahmen. Mal gucken, vielleicht finden wir ja nochmal so einen Rahmen hier, dass man den auch nochmal angucken kann. Ist der aus Carbon? Noch nicht, aber Artyom, wenn du das siehst, ne? So 190 SL Häuschen in Carbon, da geht bestimmt was. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall einen der Premium-Restauratoren. Sagt man das so? Restauratoren? Auf jeden Fall Restaurationsbetrieben. HK Engineering. Die sind bekannt dafür, dass die auf wirklich extrem hohem Niveau 300 SL restaurieren. Und ja, haben auch gleich direkt einige Exemplare hier stehen. Man kann sich die Farbe sogar fast aussuchen. Wir gucken uns mal ein paar Details an. Was man hier in Stuttgart auf der Messe tatsächlich häufiger sieht, ist unberührte Fahrzeuge, gerade im Innenraum. Also nicht jedes Auto muss hier unbedingt perfekt restauriert sein, sondern es gibt tatsächlich auch Fahrzeuge, die man versucht, möglichst original zu belassen, wie man halt schön an diesem Innenraum hier sieht, ne? Ich persönlich finde es auch cool, weil so kann man einfach den Zahn der Zeit ein bisschen ehrlicher rüberbringen. Ja, und direkt daneben haben wir einen anderen Altbekannten, und zwar den Herrn Schüttger, den Georg, Firma Sauerländer. Die vertreiben jede Menge Werkzeug, unter anderem auch Sonic. So wie meine große Kiste, die ich seit ein paar Monaten habe. So, da ist er auch schon. Schönen guten Tag. Hallo Georg. Grüß dich. Ich bin heute mal ohne Kameramann da. Die Zuschauer haben gerade schon meine Sonic-Kiste gesehen. Super. Es ist für uns schon immer ein Trauerspiel, wenn wir nicht mit der Kiste schrauben. Okay. So, ne, ist wirklich halt schon so, dass man kann sich wirklich halt darauf verlassen, dass da alles drin ist. Ne? Das stimmt. So, und das heißt, wenn wir jetzt irgendwo anders hinfahren, wenn ich in einer anderen Werkstatt schraube, ne, muss man schon im Vorfeld immer überlegen, was nehme ich aus der Kiste jetzt mit, weil halt schon einfach so ein paar Kleinigkeiten drin sind, die halt immens praktisch sind, ne? Die es halt sonst so nicht gibt. Sei es irgendwelche extrem langen Verlängerungen, dann extremer Fan bin ich von den Nüssen direkt mit Gelenkdraht. Mhm. Du musst uns mal kurz zeigen. Ja, die haben wir jetzt nicht hier, weil die natürlich nur in dem ganz großen Wagen sind. Nur in dem ganz großen. Ja, man kann sie auch einzeln bestellen, aber in deinem Wagen sind sie serienmäßig drin. Serienmäßig in Anführungsstrichen. Ja. Sonst in den etwas kleiner und schwächer ausgestatteten Wagen natürlich leider nicht. Die kann ich euch auf jeden Fall extrem empfehlen. Gerade nämlich an Stellen wie Abgaskrümmer. Perfekt. So.
ne? Jeder kennt es, der 13er Mitgelenk ist zu lang. Da ist das, der 13er Kopf direkt am Gelenk dran. Und diese, was sind das, wahrscheinlich 5 bis 10 mm, die es kürzer ist, ne? Reichen vollkommen aus. Ne? Das ist so. Ja, gibt es irgendwas extrem cooles Neues, was du uns und den Zuschauern unbedingt zeigen willst? Nein. Ich glaube, was kannst du machen? Ah ja. Mhm. Ja, gibt's mit Zoll. Ihr seht, eigentlich eine normale Knarre. Mhm. Funktioniert auch wie eine ganz normale Knarre. Kann ich auch ganz normal umstellen oben. Jetzt bist du irgendwo in deinem engen RS4 zugange und hast gar keinen Platz zum Schrauben, weil einfach ja, die Bewegung fehlt. Mhm. Dann machst du so. Und das Gute ist, du musst und kannst unten die Hand drauf lassen. Rechts, links und oben geht er in die gleiche Richtung. Da sollte genau schon richtig Technik in der Knarre sein. Genau das wollte ich nämlich gerade erklären. Ich habe es auch schon mal gesehen gehabt, dass man mehr oder weniger vor oder zurück. Aber hier ist es ja wirklich so, man kennt es zum Beispiel, Getriebeausbau ganz oft so, ne? Hinter Motor. Du hast wirklich nur so, du hast genau eine Ratsche, keinen Platz. Ne? Und da kannst du dann anfangen, einfach andrehen und weiter rein. Ne? Es gab früher sowas schon mal, aber da musst du umpacken und nachpacken. Mhm. Nee, bleibst du drauf, machst unten rechts zurück und oben bläst er trotzdem in die gleiche Richtung. Und kann aber trotzdem noch richtig Power hoch. Also kannst du auch anschließend richtig mit anknallen. Kannst auch wieder wie eine ganz normale Knarre auch benutzen. Voll kaputt gehen, ne? Ja. Das ist halt mal eine echte Innovativität. Wie heißt das Ding eigentlich? Das ist einfach nur eine Knarre mit Handdrehgriff und Umlenkrolle. Also das ist jetzt richtig technisch. Wie so eine Art Kaderngelenk drin. Ne? Ja, ja. Und Umlenkrollen, das ist schon auf jeden Fall mal was Neues, was die Jungs da wieder ausgemacht haben. Für alle, die keinen Platz haben, sowas braucht er auf jeden Fall. Und, wartet mal, ich hab noch was. Gibt's wahrscheinlich auch in Viertelzoll, Halbzoll, Dreiachtelzoll. Genau, von allen. Mhm. Der neue Kalob ist da. Ganz frisch, druckfrisch. 2021 Version. Wer uns eine Mail schreibt, die ist altmodisch, ne? Per E-Mail oder auch natürlich ganz modern per Insta, per Facebook, kriegt so ein Teil umsonst zugeschickt. Oder ich habe noch eine andere Idee. Sie holen sich einfach bei dir in nicht mal 3 Wochen auf einer Techno-Klassiker. Wir hoffen, dass es stattfindet. Mhm. Wenn sie natürlich stattfindet, seid ihr auch dabei. Sein hat es dahingestellt, noch so ein bisschen in die berühmte Glaskugel. Aber wenn sie da stattfindet, sind wir natürlich da. Und spätestens natürlich auch bei dem PS-Test in Hannover. Ja, da auf jeden Fall. So, das wird eine fette Nummer. Ich gucke mir jetzt mal ein bisschen Werkzeug an und dann geht's weiter. Alles klar. Tschüss, Jungs. Herr Marius, hier hätten wir doch eigentlich mal ein Projekt für uns, oder? Ja. Was brauchen wir denn eine? Schwarzmatte Pritsche ist natürlich auch mal was, ne? Und dann 27B, oder? Ja. Was man da so einbauen könnte. VR. VR hinten rein. Das wäre natürlich Chef. So, hier haben wir jetzt auch nochmal einen krassen Motor. Und zwar einen alten Lamborghini V12 Motor mit 6 Doppel-Weber-Vergasern. Ich glaube, wenn du da die Klappen aufmachst, wird das auch richtig gut schnorcheln. So, jetzt sind wir in der BMW-Halle und ganz da hinten ist das Coole, so ein bisschen im American-Style gibt es hier auch eine Fahrzeugauktion. Das heißt, hier kann man richtig Autos ersteigern. Ich glaube, jetzt ist schon zu, aber ich weiß, wir waren gestern schon mal hier, da hat sie auch ganz gut was getan. Also für jeden, der ein Schnäppchen machen will, eventuell, ja, das geht auf jeden Fall auf der Stuttgarter Messe. Ja, so, jetzt sind wir hier bei der Firma Everytimer. Witzige Sache, bauen 02 BMWs nach, beziehungsweise neu. Und das Coole ist, diese sind wirklich mit einem Vollcarbon-Body. Optisch muss man sich erstmal dran gewöhnen. Von vorne finde ich es ganz geil. Von hinten, naja. Ja, und die Basiskarosse ist übrigens ein BMW 135i, wo dann diese Hülle gepaart aus alter und neuer Optik in Vollcarbon draufkommt. An sich nicht schlecht, muss man aber allerdings auch mögen. Jetzt halte ich fest. Das hast du definitiv noch nicht gesehen. Wenn man
neues Projekt für euch, oder? Krass. Wirklich, ich finde es witzig. Die Höhe finde ich cool, die Länge sieht ein bisschen groß aus. Wir reden hier von einem gechoppten und gekürzten T1. Zieht euch das rein. Der Rad steht wie ein Go-Kart fast, ne? Ja. Und halt auch dementsprechend von der Höhe her. Oh, wie viel fehlt da ungefähr? Boah, ich würde schon sagen 20 cm mindestens. Und aber auch, guck mal, wenn man jetzt hier so vorsteht von der Länge her, ne? Ja, 10, 15 so. Weil da fehlt ja richtig was dazwischen. Ja. Kannst du kaufen, 50. Naja, also das Gechoppte finde ich eigentlich noch ganz cool, aber das Gekürzte in der Länge passt irgendwie nicht. Ja. So, jetzt zieht euch das rein. Eine private Autosammlung aus England. Der Besitzer sammelt scheinbar gerne Golf-Rennfahrzeuge. Und brutal, was der hier angeschleppt hat, was da alles zu gucken gibt. Da bräuchten wir jetzt eigentlich mal so einen richtigen Rennsport-Experten, der uns da einmal durchführt. Weil Marius und ich haben da nicht so den Plan von. Ich bleib trotzdem hier. Aber sieht geil aus, oder? Ja, brutal. Heftig. Wir gehen mal runter gucken. Ja, wenn man hier so vorsteht, wird es schon schwierig, sich überhaupt zu entscheiden, ne? Wenn du einen nehmen dürftest. Hast du rote Nummer mit? Und das sind alles original Rennfahrzeuge, wurde mir gesagt. So, Marius ist natürlich direkt als allererstes aufgefallen. Ist nicht so die typische Rennsportsammlung hier, ne? Sondern die Fahrzeuge sind alle wirklich tipptopp gepflegt und gewartet und sehen eigentlich so aus, als wenn sie nie im Einsatz waren. Ne? Ja, auf jeden Fall nur lackiert oder nicht gefahren. Eins von beiden, oh, Wahnsinn. Brutal, ne? Wir fangen einfach mal ein paar Details ein. Die zeigen wir euch jetzt. Mal bitte diese Miniräder vorne an. Ne? Alter, das ist hier wie 7x13 Zeiten. Ja, sagen wir 8x13. Zieht euch mal die Ansaugung rein, Alter. Das sind mal Trichter. Trichter seine Filter. Trichter seine Filter. Sieht man aber schön, ich vermute mal, die haben sie scheinbar angepasst auf die Ansauglänge jeweils, dass jeder Ansaugweg gleich lang ist. Deswegen haben die verschiedene Höhen. Ich finde dann doch krass, wie viele verschiedene Arten von Rennfahrzeugen es gibt. Ja, vor allem bewundere ich das auch, was sie damals gemacht haben. Da kriegt ihr mal diese ganze Verstärkung an, alles genietet, Löcher wieder rein. Was das für eine Arbeit war. Und dann haben die das, wenn es schlecht lief, einfach kaputt gefahren. Ja, oder war relativ wahrscheinlich immer kaputt gefahren. Wahnsinn. Und das war noch so richtig Motorsport, ne? Heute ist ja irgendwie alles ähnlich, aber das waren ja noch so... Also da ist wirklich, egal welches Auto man hier anguckt, das nächste sieht einfach noch mal anders aus. Ne? Das ist schon krass. Und das ist halt auch wieder so ein Beispiel. Das Ding sieht auch wieder aus wie neu. Ne? Krass. So, Marius, zum Abschluss, stell dir mal vor, dir würde einfach diese Autosammlung gehören. Ja, unvorstellbar. Krass, ne? Ich frage mich auch, wie sie herkriegt. Das sind ja mehrere 40 Tonner gewesen. Einmal das und der hat eine komplette Werkstatt bzw. Firma, die sich nur um ihren Champagner kümmert. Ja, dann scheint er auf jeden Fall finanziell gut aufgestellt zu sein. Definitiv. Also auf jeden Fall einen Daumen hoch für die geile Sammlung. Definitiv. Lohnt sich anzugucken. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein absolutes Traumauto von mir. Erste Mal, dass ich einen live sehe. Ferrari Enzo. War mein erstes Modellauto. Echt? Ja. Ich finde diesen Spagat auf jeden Fall krass zwischen Formel 1 Schnauze damals, ne? Ja. Und das ganze Auto, ne? Da mal eine Probefahrt mit, Alter, das wär's. Ich habe noch nie einen auf der Straße gesehen. Nee, auch nicht. Noch nie. Extrem geil, wie eckig das Auto ist. Und wenn hier so reinguckt, diese eckige Türkante. Ja, das sieht schon geil aus. Und auch dieser eckige Lufteinlass hier, ne? Und nach hinten wird es dann wieder ein bisschen runder. Ist schon definitiv. Nee, 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 nee.
eine einmalige Karosserieform. So, jetzt ganz zum Abschluss. Jetzt sind wir so lange hier rumgelaufen, dass alles ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich habe tatsächlich einen Teil von der Limo mit, weil ich habe hier nämlich noch was vor. Ich hoffe, es ist jetzt noch nicht zu laut. Aber ihr seht hier im Hintergrund die Chromfabrik und da besuchen wir jetzt mal den Alexander. Hi, servus. So, das ist Alex. Wir haben uns eigentlich auch erst hier auf der Messe kennengelernt, aber... Genau meine Arbeit. Sag mal einmal kurz, was du machst. Ja, Metallfädelung. Alles ringsrum, was verchromen, vergolden, eluxieren, alles rund ums Fahrzeug. Querbeet durch. Alles, was Galvanik ist, die machen. Alles, was Galvanik, alles, was schön glänzt, machen wir. So, da hätte ich jetzt natürlich mehrere Teile, sowohl wegen Oldtimer verchromen. Wir haben aber erstmal ein größeres Problem und vielleicht erinnert ihr euch, in dem einen Limo-Video habe ich gesagt, dass es diese Dachzieherleiste einmal um die Türen rum vom RS4 logischerweise nicht gibt bei Limo. Und beim RS4 war diese Alumatt. So, bei meinem Auto ist sie aktuell, wenn man nicht weiß, ob man das hier kennt, glänzend. Ja. Oder was ist, was sagst du dazu? Glänzend und mit ein bisschen wolkig. Glänzend wolkig, ja. Aber kriegen wir wieder hin. Aber wir kriegen die Wärme. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen es erstmal entluxieren, die alte Schicht runternehmen, dann müssen wir es aufpolieren und dann wird es wieder entluxiert. Dann sieht das wieder schön aus. Wo geschieht das Ganze? Wo kommt der? Aus Feingens, 20 Kilometer von Stuttgart. Ja. Das Problem ist, die Leiste ist ungefähr 1,50 Meter lang. Kein Problem. Bis 5 Meter. Ja. Okay. Ja, kann ich mir das Ganze angucken? Noch vor? Kriegen wir es in einem Tag hin? Das Eluxieren auf jeden Fall, ja. Cool. So, jetzt habt ihr kurz zum Abschluss noch mal ein bisschen Limo Real Talk gesehen. Ich würde sagen, wir besprechen den Rest und sehen uns dann auf jeden Fall beim Eluxieren. Alles klar. Freut mich. Auch das Problem wieder gelöst und hoffentlich gefunden. Achso, eine Sache fällt mir noch ein. Ich bringe auf jeden Fall auch ein paar gebrauchte Spiegel mit. Weil das habe ich vor 10 Jahren schon mal bei einer Firma probiert, diese zu enteluxieren lassen, wegen den Steinschlägen. Ja. Und habe sie dann wieder eluxiert und dabei kam wie so eine verzinkte Struktur durch. Okay. So, ne? Haben wir damals nicht wegbekommen, musste ein neues Spiel kaufen. Ja, ärgerlich. Aber ich bringe sie mit, wir gucken uns das mal an. Wir schauen uns das an. Ich freue mich drauf. Alles klar. Dann war's gut. So, das war Retro Classics Messe in Stuttgart. Wir schnappen uns jetzt unsere Limo samt Gestell und fahren wieder nach Hannover. Dann geht es da nämlich direkt mit Abdichten weiter. Wie fandest du die Messe? Cool, aber handelslastig. Ist schon viel auch Auto an- und Verkauf, ja. Ne? Wir haben dann doch mehr Zeit gebraucht, hier einmal rüber zu laufen, weil es dann doch relativ viel zu gucken gibt. Wir gucken mal, was Maxi aus dem Video schneiden kann. War nämlich sein Wunsch mit der 360-Grad-Kamera. An der Stelle nochmal vielen Dank an Cam4Pro fürs Leihen. GoPro Max. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, gerade weil ich gefilmt habe. Wir können uns nichts runter vorstellen, aber ich hoffe, es wird geil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.